Moin! Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map. Hier in der Version 1.6 ohne Gräben. Wir sind am Aussehen und ich bin dabei, die Saatgutproduktion auch ein bisschen am Laufen zu halten. Weil das, da habe ich so ein bisschen gepennt in den letzten Ausgaben. Ich bin hier am Rinderhof, die Saatgutproduktion am Haupthof, die läuft schon auf Hochtouren. Und ich versorge jetzt mal eben hier die Saatgutproduktion hier am Rinderhof. Dünger haben wir komplett weggeholt. Haben wir aufgeteilt auf Saatgutproduktion und auf Flüssigdüngerproduktion. Das brauchen wir auch beides nachher für die Tomatenzucht. So, und jetzt packen wir hier noch ein bisschen Roggen rein, damit wir dann alles da haben. Nebenbei dann gleich nochmal gucken. Ja, so meine ganzen Saatmaschinen, meine drei Traktoren mit Saat, die laufen. Und jetzt gucke ich nochmal, was ich hier noch an Mist kriegen kann. Auf dem Hof. Xerion hat durchdrehende Reifen. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt sich das ja noch. Was ist denn hier an? Nichts. Okay. Das ist nicht gut. Eins. Null. Ah, toll. Null. Okay, kein Mist. Schade. Das heißt, hier fehlt irgendwas bei den Rindern. Können wir mal durchfahren und mal gucken. Kraftfutter fehlt. Okay. Kümmern wir uns auch gleich um Kraftfutter. Wenn denn hier noch Kraftfutter ist. Was sie hier zeigen wird. Ah, da ist noch ein Kraftfutter. Wie viel? Ja, viel. War voll. 500.000. Sehr schön. So, was macht er hier? Warum hat er durchdrehende Reifen? Ja, geht doch. Der Case muss schon wieder aufgefüllt werden. Also Raps, ne? Raps ist auch so eine Frucht. Das ist unglaublich. Bringt kaum Ertrag. Braucht jede Menge Saatgut. Raps ist echt nicht schön. Vielleicht sollte ich lieber Sonnenblumen ansehen. Ich weiß nicht, ob das bei denen besser ist. Machen wir voll. Ist eh gleich leer.
Will aber auch die Zeit jetzt nicht so hoch drehen. Ich komme so schon nicht hinterher. Ich meine, das würde mir helfen bei der Produktion von Saatgut, aber das war's auch. Ah ja, genau, richtig. So. Das ist ja cool. Dann bringen wir mal ein bisschen Mischration hier zu den Kühen. Wir können dann auch wieder Kühe zum Schlachter bringen. Auch beim Schlachter haben wir bestimmt auch noch so viel. Das ist ja auch. Eigentlich könnte ich da doch auch mal so einen Kurs hier mir eben aufbauen, oder? Das mache ich jetzt auch. Der mir hier automatisch Kraftfutter verteilt. So, mal gucken, ob das geht. Rinderhof. Kraft. Futter. So, wie war das? Beladung am Startpunkt. Mischration. Ja, mal beobachten. Der überhaupt so fährt, dass er beladen wird. Er fährt einfach durch. Ist ja nicht so schön. Gucken, ob der Kurs an sich funktioniert. Nur gucken, ob er jetzt auch vernünftig durch den anderen Stall fährt. Und dann gucken, ob er vernünftig beladen wird. Da bin ich ja noch so ein bisschen skeptisch. Ich habe
befürchte ich ja noch, dass er das nicht macht. Mal sehen. Ich glaube, er fährt durch vernünftig. Gut, abkippen kann er jetzt nichts. Jetzt muss er nur noch wieder richtig beladen. Damit aussieht. Aber da auch so durchfährt wieder. Er fährt immer nur durch. Fährt sich dann hier ein Wolf. Er fährt ein bisschen zu weit. Was sehr schade ist. Aber ich kann es jetzt nicht ändern im Moment. So, mach du mal. Wir sind hier am Milchhof. Zur Holzindustrie. Verletzung. Ja, schön gesprungen. Super, sah toll aus. Aber ich meine, dass wir bei der Brauerei Paletten brauchen. Brennerei haben wir schon, meine ich, versorgt. Molkerei haben wir jetzt versorgt. Brauerei brauchen wir. Kann ich nicht die hier auch gleich mitnehmen? Sehr schön. Ja, ist jetzt aber noch nicht so sonderlich viel. Naja, egal. Achso, wie sieht's denn damit? Nachschub aus. Okay, gibt's hier einen Kurs? Hier gab's doch bestimmt einen. Und hier Holz. Pellets Lager. Ne, ich will ja nicht ins Lager. Nee, da zeichne ich jetzt aber auch keinen neuen auf. Oha, da muss ich mich eigentlich auch drum kümmern. Ab zur Brauerei. Damit die weitermachen kann. Mehr Geld als mit dir kannst du ja fast nicht verdienen. Obwohl, Moment, die Bierpreise, Brot ist gut. Brot kann man da erstmal verkaufen. Krabben müssen wir auch noch haben. Was ist mit Fisch? Was ist denn Fisch? Seht ihr Fisch da unten? Fisch bei Aldi, aber kein guter Preis. Wobei, wenn wir hier auf dem Weg zu Aldi sind, könnte man gleich alles da vertilgen.
erstmal gucken, was wir alles haben. Wir nehmen wieder meine Lieblingsabkürzung hier, einmal quer durchs Verkehrsschild. Ja, ich weiß, ich rede auch von realistisch spielen, das ist natürlich nicht realistisch, klar. Aber ich sag mal, jeder muss für sich selber festlegen, wie er in diesem Spiel. Jeder muss für sich selber festlegen, was für ihn realistisch ist und was nicht. Stehen noch Paletten drin, die er wahrscheinlich nicht im Trigger erkannt hat. Doch lustig, dass die dann größer sind. Hier wieder was nicht. Ich dreh durch. Oh Mann, ich muss mal eben gucken hier. Ich habe hier manchmal so ein bisschen Stress mit meiner Maus und dann funktioniert wieder einiges. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht von außen gucken. Bei diesem Fahrzeug hier. Ja, hier ist wieder ja, der reagiert jetzt hier nicht mehr. Kann hier nichts mehr machen. Schade. Ja, für mich ist hier jetzt Feierabend. Ich muss gleich mal mein Spiel hier neu starten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwas ist komisch. Aber wir sind zeitlich eh am Ende. Vielleicht gibt es heute Abend Livestream. Schaltet ein, ihr kriegt Infos. In diesem Sinne, wisst schon, ne? Kommentar, Abo, Like und Facebook und Homepage. Und ja, in diesem Sinne sage ich mal, ciao.